Herzlich willkommen bei Orschkaktus TV, der etwas andere melonengesteuerten Steinschleuder. Grüß ja, melonengesteuert. Ich wollte natürlich melonengeladen sagen, aber ist ja wurscht. Jetzt sind wir halt melonengesteuert. Grüße. Ich bin der Rausch. Der Magnus. Tut mir leid, Magnus. Wir gehen jetzt einfach gleich zum Rennen weiter und probieren da mal was Neues aus. Und zwar haben wir da irgendwo das Gas Station Derby freigeschalten. Ja. Dazu hätte ich, glaube ich, ein anderes Auto holen sollen, aber egal. Das Geld haben wir nicht mehr. Richtig. Also, wie gesagt, der große. Ah! Der große wäre da, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Hier geht es wirklich darum, einfach so. Zu töten. Ja, genau, zu töten und zu schauen, dass man. Nicht getötet wird. Genau, also ich versuche jetzt lang genug zu überleben, aber gleichzeitig auch Leute reinzufahren. Problem ist halt. Irgendwo logisch, wenn ich zum Beispiel jetzt Anlauf nehmen würde, das große Entfernung, jemanden voll reinfahre, habe ich das Problem, dass natürlich auch ich jetzt Schaden bekomme. Und somit ist es zwar verfolgen die mich, ganz ehrlich, schau mal auf die Karte, verfolgen die mich? Okay. Ist zwar dann sau komisch, jemanden aus großer Entfernung voll reinzurammen, aber es ist auf Dauer nicht die beste Idee, weil wie gesagt, ich kriege auch Schaden. Allerdings, wenn ich jemanden ramme, scheinbar etwas weniger. Ja, wenn du frontal rammst, okay. Bist vorne extra verstärkt für so einen Scheiß. Das macht Sinn. Tut ihm das weh? Ich hoffe doch. Ja, schau, siehst du ja unten. Ich kann zurücksetzen drücken. Ich bin ein Geisterwagen, ihr könnt mich nicht töten. Jetzt schon. Verdammt. Wow, Katie Jackson ist Schrott. Sehr gut, hoffentlich ist sie dabei gestorben. Tod ist nicht lustig, aber hoffentlich ist Katie Jackson gestorben. Wollen wir ein bisschen über Michael reden? Michael Douglas? Ja, schon. Der war in Ant-Man gut. Das denke ich mir. Michael Douglas ist generell nie verkehrt. Ja. Zurücksetzen drücken. Lass mich zurücksetzen drücken. Nein, du musst jetzt wie eine Bildkröte nehmen. Jetzt. Ah! Ja! Ah, Sophia! Fege dich! Ray Carter ist Schrott! Aber Präsident Carter! Wie ist Präsident Carter schnell mit Vornamen? Ray Carter, keine Ahnung. Okay, Jason Walker hat ziemlich viele Leben noch. Er hat ziemlich viel Leistengegend. Sozusagen. Was man jetzt noch erklären muss, ist der Kontakttimer oben. Ja. In dieser Zeit muss ich jemanden schrotten, weil sonst. Nein, berühren. Wenn du länger als 45 Sekunden niemanden berührst, bist du automatisch draußen. Okay, dann bist du ein Weichei. Sie wurden geschrottet. Das ist ungut. Ich bin jetzt Vierter geworden oder sowas? Fünfter geworden. Soll ich das eine wiederholen? Ja, probieren wir genau mal. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass ich heute auch noch Erster werde, aber einmal machen wir das noch und dann machen wir vielleicht irgendein Rennen oder sowas. Schauen wir mal. Oder den Hochsprung. Immer unter den Hochsprung. Dann machen wir die Special-Dinger. Ray Carter, du alte Sau. Du Homo erectus. Das Homo erregt mich. Den habe ich gut erwischt. Den Jack Benton. Wow, Jack Benton ist Schrott, weil ich ihn so gut erwischt habe. So, wo seid ihr Schwanzgesichter? Ihr schwanzgesteuerten Hugos. Ja, das war auch ganz gut. Und Jason, ich muss hier weg, weil sonst kommen. Ja, da kommen sie. Martinez! Aber Sophia Martinez ist. Das ist die mit einem kleinen lustigen Ei. Was? Ihr Auto ist. Achso. Das kleine lustige Ei. Oh, ich habe Ricarda voll geschrottet. Dafür kriegst du 5. Daumen hoch. Achso. Nein, wenn es die machen. Schrott ist, kriegst du 500. Frank Malkoff, du Arsch! Der hat mir ziemlich viel abzogen. Super eine Sau. Auf einer toten Sau brüllt man nicht rum. Hörst du auf da drüben? Ist die Britney, die darf so was. It's Britney, bitch. Katie, da haben wir deine Katie. Gemangnus. Michael. Deutlich? Ja. Achso, warte mal, Kontakttimer, okay, haben wir gesagt. Scheiße. 30 Sekunden. Hab ich berührt! Dann ist das super. Hab ihn unsichtlich berührt. Und es hat ihm gefallen. Ja, denn Sitte wäre es, jemand nicht zu töten. Powertreffer, Motherfucker! Und jetzt könntet ihr bitte unter diesen Balken geschrottet werden. Voller Boy! Yay, 7 Minutes in Heaven. Kenn ich nicht! Ist zu alt für mich.
komm, dritter wenigstens. Jetzt kriegen wir hin. Halt mir die Schuhe fest. Nein, du hast keine Schuhe. Ich weiß, deswegen halt sie mal fest. Du willst nur da liegen. Hör auf! Geh weg! Du unguter Bengel, du! Voll gebangt! Den hab ich noch gespürt! Du bist Zweiter! Wow! Ich bin gut! Zurück zum Menü, da wird nicht nochmal da. Na, Zweiter reicht für den Anfang. Ja, vor allem, weil du Geld kriegst, und zwar nicht nett. Nicht schlecht, 900 dafür nicht mal. Nett. Und? Ja. Das war's, 900. Ja, 900 sind okay. Aufnutzen! Aufnutzen! Wie für Speed Kohle. Underground und so. Ja, schon. Na, ist okay, ist okay. Was braucht man? Jesus! Das Ding da, ich sag. Nein, holen wir nicht alles. Nein, am guten Auto ist eh alles drin. Ja, eh. Dann holen wir das halt alles. Das kannst du eh nicht leisten. Hör mal, was anderes. Sehr wurscht. Schnatzen, Alter. Ich glaub nicht, dass mein bist Motor was billiges drin ist. Der Motor ist teuer, Alter. Sag ich doch. Scheiß mir ab. Auspuff. Da war was für 200. Das sind zwei Sachen für 200. Ja, dann hol sie dir. Yay, yeah, ich hab einen Puff verbessert. Ein Auspuff. Mit den restlichen 100 gehen wir ins Stripclub. Okay. Und da. Ja, gut. Hi, Jump. Schauen wir mal, ob ich mittlerweile dazugelernt habe. Nickelodeon! Nickelodeon! Tutorial! Danke! Kann man springen? Scheiß mal drauf! Stunden! 3, 2, 1! Ah! Okay, was haben wir da circa. Was? Was haben wir da circa für einen Winkel gesagt? 40. Yay! Aber so weit fahren wie möglich wieder. Ja, irgendwie habe ich gerade Panik bekommen. Das tut mir leid, das war richtig scheiße. Ich muss. Lass dich nicht so hängen! Nein, ich hab das Problem! Wurscht, mach weiter! Ich hab das Problem, ich kann. Entweder kann ich mich darauf konzentrieren, wie weit ich fahre, oder links unten, wie weit ich ihn werfen werde. Oder wie in was für einen Winkel ich ihn werfen werde. Ich schrei dich an, sobald du einen Winkel bestimmen sollst, okay? Jetzt! Na, war zu niedrig. Ich sag dir 40. Ja, ich weiß! Ich hatte Panik! Ist okay, aber ist höher als der vorige! Ja, immerhin! Im nächsten Mal wird es noch ein bisschen höher und dann in den nächsten 7 Versuchen schaffen wir es dann. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vermutlich nicht, seien wir uns ehrlich. Wir werden hier bis Ostern sitzen. Apropos Magnus, was machst du zu Ostern? Ich esse einen Hasen. Jetzt. Er war nicht schlecht. Dafür gibt es hoffentlich extra Punkte. Er muss fast, oder? Ja, bin immer noch Letzter. Du bist das Letzte. Danke. Ja, ich hab's verstanden. So, wir werden es jetzt für noch später versuchen, damit es ausgelöst höher wird durchs Reinknallen vorne. Ja. Go. Also das ist jetzt auch mein letzter, also die weiteren zwei Runden sind jetzt meine letzten zwei, dann werde ich glaube ich weiter mit einem Rennen oder so machen. Ja, schon, weil das kannst du wenigstens. Ja, vergleichsweise schon, gell. Go! Das war vermutlich zu hoch. Das wird's für bremst, du Eierkopf. Ja, ich bin gegen die Scheiße geflogen, was soll ich machen? Scheiße. Bleibst du um? Das sah gut aus. So, jetzt machen wir noch die 200. Mhm. Was der High Jump im ersten Teil war sehr viel leichter. Du warst sehr viel leichter im ersten Teil. Ja. Klar, ist auch. Weiß. Verstehe ich. Go. Die 40 funktionieren so nicht, gell? Das ich bin Spider-Man. Ja, das war jetzt eine Mischung aus Spider-Man und Ben. Gut. Das dachte ich mir fast. Und jetzt gehen wir einfach zum Rennen. Haben wir bei der Folge jetzt auf die Uhr geschaut? Egal. Egal. Machen wir gleich wir fahren weiter, gegen die Uhr. Okay. Bay Area Derby Cup. Yeah. Der nächste Stunt Rennen. Berghänge, Wege, Böschungen. Ja, kennen wir schon. Präzision gefragt. Ah, scheiße. Wow.
Okay, ich hab schon gedacht, der fährt mit. Der da links, der Optimus Prime. Ja, und? Optimus Prime. So, schauen wir uns den Scheiß einmal an. Das ist wieder so ungefähr eine Strecke, wie ich schon mal gefahren bin, nur irgendwie wieder anders. Das ist die gleiche, nur anders. Teilweise andersrum. Ich kratze mich nur ganz kurz. Hab schön. Hab schön? Schön, wenn es so schön ist. Ist sehr schön eigentlich hier. Also ich fahre in einem schönen Auto. Fahre in den Sonnenunteraufgang. Sitz hier mit einer fetten, hässlichen jungen Dame. Nichts gegen dich, Magnus, gell? Aber. Yay, nichts. Eine schöne Frau bist du nicht. Was? Sehr bärtig für eine Frau. Ja, ich gebe mir. So. Ich weiß auch noch, im ersten gab es einige Möglichkeiten, bei solchen Holzstapeln zum Beispiel zu springen. Also drüber zu fahren, um die als Rampe zu verwenden, aber irgendwie habe ich die jetzt momentan da noch nicht gesehen. Keine Ahnung, hier haben wir ein Zweier gespielt. Okay. Was angeblich der beste sein soll. Rise Against, Give It All. Geiles Lied, geiles Lied. Ja, ja. Ich will jetzt mitsingen, aber. Ups. Komm schon! Gut. Aber Rise Against ist sowieso gute Band. Gute Band. Du bist eine gute Band. Danke. Na, die Band heißt du. Wir bemühen uns auch. Wie heißt die Band? Du bist. Du bist eine gute Band. Der Förderwein ist. Na? Nice? Na? Na? Okay. Na, das heißt, die Band heißt eigentlich Dube. Ach so, Dube ist ein guter. Hm, verstehe. Das macht dann auf jeden Fall mehr Sinn, Mann. Was spielst du für Musik dazu? Ja, so alternativ Classic Metal, Orchester. Rockpunk. Genitale, prämenstruelle. Hip-Hop. Faschistoidische. Sag ich ja Hip-Hop. Was hast du überhaupt gesagt? Faschistoidische? Faschistoidische. Faschistoidische. Was? Magnus, erkläre, was ist faschistoidisch? Das kann man sich darunter vorstellen. Das klingt wie eine Mischung aus faschistisch und Jesuiten. Ja, was habe ich mal ausgedacht. Okay. Ach ja. Was machen solche faschistoidischen Leute? Faschistoidische Leute? Faschistoidieren, okay, ich verstehe. Die essen gerne Brot. Und zwar Schwarzbrot, dünn geschnitten und geräuchert. Pumpernickel also? Nein, das ist ein sehr teigiges Brot. Ich rede von einem sehr trockenen Brot. Okay, also Toast. Ja, aber einfach nur ein Schwarzbrot aufgeschnitten und dann getrocknet. Okay, okay. Ja, und wenn sie es nicht essen, dann hauen sie sich gegenseitig damit. Okay. Dadurch wird es nämlich wieder weich und elastisch. Warum? Das kann ich erklären, falls... Nein, ich weiß das schon, also man kann es an und für sich nicht erklären, das ist einfach so ein typisches, eine kulturelle Gepflogenheit, die man nicht erklären kann, wie sich vor dem Essen Hände zu waschen, das weiß auch niemand, warum das Sinn ergibt, also, man macht es einfach. Dass es dann wieder weich wird, hat tatsächlich den Grund, dass faschistische Jesuiten eben, ein besonderes Öl absondern von ihrer Haut. Durch jahrelange Askese mit Käse, weil sonst würde es ja nicht so heißen, sonst würde es ja Askbrot heißen. Ja. Sehen wir uns ehrlich. Also, Freude. Ist dann bitte zurückspulen und vergrößern. Sonst würde es ja nicht so heißen, sonst würde es ja Askbrot heißen. Ja. Sehen wir uns ehrlich. Also, Freude. Ist dann bitte zurückspulen und vergrößern. Das wow! Und ist der so nächste. Ja, so ungefähr, danke dafür. Und dieses besondere Öl, das geben sie dann natürlich auch. Bin Fünfter geworden. Ja, das wiederhole ich nicht die Woche gleich weiter, gell? Ja. Hat keiner gesehen. Dieses Öl, das sie absondern, das haben sie dann halt auf der Haut. Das ist für manche Unterarten, ist das tödlich? Ja, also ablecken sollte man sie nicht, wenn man nicht weiß, zu welcher Unterart man selbst gehört. Das hast du aber nicht neu gestartet, du hast fortgesetzt. Ja, habe ich gesagt. Also starte ich nicht neu. Achso. Ist okay. Ja gut. Farmlands 3. Ja, und dadurch, dass sie eben dieses Öl absondern und sich gegenseitig so mit hartem Brot verprügeln, dass dort eben das Öl raufkommt, glaube ich.
wird es dann im Endeffekt wieder weich. Ziemlich ölig, klarerweise. Deswegen nennt man sie auch Ölmuftis. Ach, die waren das! Ach so, ja, wow. Na, die kennen wir natürlich. Wow, da ist ein Glashaus. Wir fahren da durch. Das sollten wir nicht mit Stein werfen, habe ich gehört. Aber durchfahren. Absolut. Denn wer im Glashaus sitzt, sollte nicht masturbieren. Das sieht ja jeder. Ja. Der Witz liegt in deiner Hand. Dum, 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 dum. Oh, jetzt fahren wir gerade die Strecke teilweise rückwärts, nicht wahr? Ja, habe ich ja vorher gesagt. Echt? Na, wir haben gesagt, die Strecke noch anders, oder? Aber das ist wirklich kurz. Ja, Strecke anders. Rückwärts. Wollt ihr noch merken? Au, oh, warum, Magnus? Das macht mir Freude. Auch du, mein Sohn, Brutus. Mein Name ist nicht Brutus. Ich weiß, oder? Dein Name wurde von der Redaktion geändert. Ja, so in die Richtung. Der Chihuahua meiner Tante, der ehemalige, hieß Brutus. Ist hier cool, wenn du im Stadtpark stehst und rufst. Brutus! Dann kommt da dieses Wegtretviech, gell? Ja. Damals, als 101 Dalmatiner ins Kino kam, ging meine Tante mit mir, meinem Cousins, meinem großen Bruder vermutlich, meinen kleinen gab es damals noch nicht, ins Kino und hat dort an der Kasse gefragt, ob es okay ist, wenn sie einen Hund mit reinnimmt. Irgendwann, na, was denn für einen? Da hat sie ihre Jacke aufgemacht und dort den noch Jungen, den ich glaube ein paar Wochen alten Chihuahua hergezeigt. Der Typ hat sich verlochen, der hat malten können und hat gesagt, ja, ist absolut kein Problem, weil ich meine, sagen wir ehrlich, was soll der für ein Problem machen? Kläffen. Die Viecher machen nichts anderes als kläffen. Chihuahuas? Richtig, weil es ziemlich sauer sind, dass eigentlich nur Chihuahuas wurden. Ja. Aber immer noch glücklich genug sind, dass sie keine scheiß Pudel sind. Nichts gegen Pudel, aber ich mag sie nicht. Ja, aber trotzdem fühlen sich Chihuahuas genetisch von Gott verarscht. Ja, verständlich. Weil sie einfach denken, ich meine, oder, what the fuck? Ich meine, ich bock die nicht. Ja. Oder beziehungsweise, ich meine, ich bock die nicht. Hysterische Wiener. Chihuahua sind eigentlich nur hysterische Wiener. Warum? Keine Ahnung. Okay. Also, geh jetzt hin und verbreite die Kunde. Ein Chihuahua ist nichts mehr als ein hysterischer Wiener. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, Amen. Dass... Ja? Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du ein Chihuahua mit der Stimme eines hysterischen Wieners vorstellst. Alter! So scheiße, dass ich ein Chihuahua bin, Alter, Mann. So eine Scheiße, ich bock den nicht an. Na. Ah. Chihuahuas müssen mexikanische Akzente haben. Hombre, como estás? Die klingen dann... Höher so. Die klingen dann so, wie Michael Mittermeier die Kakerlaken spricht. Amados muchachos! Amigo! Aber wie gesagt, also Chihuahua, ich bin kein großer Fan von Chihuahuas. Der Brutus, der war großartig, den mochte ich. Aber klar, der... Ich mag das Geräusch, was sie machen, wenn man sie drauf drauftritt. Achso. Ja, ich kann ja drauf treten. Ja, stimmt. Und erster Motherfucker. Du bist der erste Motherfucker. Also meine Tante ist Hundezüchterin, gell, nur mal so sagen. Deswegen habe ich ja recht viel mit Hunden zu tun gehabt in meiner Kindheit. Und Cactus war schnellste Runde und Bulldog, so wenn ich bitten darf. Nein, jedenfalls habe auch nach wie vor, wenn ich mit meiner Tante zu tun habe, habe ich auch mit Hunden zu tun. Timberlands, Justin Timberlands 1. Diesmal auf 4 Runden, gell? Wow. Timber. Ja, und da passt sie immer wieder auf Hunde von anderen auf. Unter anderem einmal 2 beschissenen Riesenpudel. Das sind knappe 1,10 Meter hohe Pudel. Nix mehr. Die sind Riesenviecher, die herumstolzieren, mit denen herumhüpfen. Die laufen nicht, die hüpfen. Die bellen nicht, die schreien dich auf Französisch an. Was bedeutet, sie fordern dich zum Sex heraus. Oh, ja, oui. Sie fordern dich heraus, genau, ja. Und sie betteln nicht. Hose. Sie betteln nicht um Futter, sie zeigen dir ihre Nippel. Und meistens laufen sie mit Zigarette im Mund herum und Baguette in der Hand. Futter. Baguette. Ja. Na, diese Viecher. Ich mag generell keine Pudel, ganz ehrlich. Das sind für mich. Hunde. Genau, das sind die Franzosen unter den Hunden. Das ist nicht rassistisch gemeint. Ich habe tatsächlich Vorurteile gegen Franzosen, aus dem simplen Grund, weil ich sehr viele Negativbeispiele bei Online-Spielen kennengelernt habe. Das ist dann kein Rassismus, das sind einfach nur begründete Erfahrungen. Tatsachen. Genau, begründete Tatsachen. Und Pudel sind für mich die Franzosen der Tierwelt.
grauenhafte Scheißviecher. Und wenn es dann auch noch Riesenpudel sind, und eine davon hat Bonita geheißen. Oh, ja. Und die andere vermutlich Jacques Jean-Pierre oder so irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, aber. Ach. Ich finde es so lustig, wenn Leute ihre Pudel einfärben wie Zuckerwatte. Grauenhaft, oder? Ich finde das sau komisch. Ich finde schon Leute schlimm. Ich will ja nur mal reinbeißen, verstehst? Ich finde schon Leute schlimm, die ihre Hunde anziehen. Okay, außer. Das sind sowieso ganz besondere Menschen, für den gibt es einen weiteren Kreis in der Hölle irgendwo. Es gibt für alle irgendwo einen Kreis in der Hölle. Ja, und ich entscheide welchen. Ja. Also seid lieb zu mir. Nein, man, es macht Sinn, wenn man zum Beispiel eben einen Chihuahua hat oder sowas und das Viech sonst erfrieren will. Und du dem eine Jacke anziehst. Schaut scheiße aus, ist aber noch zweckdienlich. Ja, weil es noch beschissen ausschaut, wenn ein Hund gezittert. Ja, genau. Die Reißer aber, so. Ja, ich weiß, den Brutus hat es da aufgerissen. Da hat man nicht mehr gewusst, ist dem jetzt Gold oder... Hast du nur Angst oder Zuckungen? Was ist los? Aber wenn du einen... Nehmen wir wieder einen Pudel her. Wenn du einen Pudel hernimmst, diesen Pudel scherst, abrasierst sozusagen. Und aus seinen eigenen Haaren einen Pulli strickst. Das nicht unbedingt, aber unten dann auch noch anziehst und anmalst natürlich. Dann ist was gehörig falsch mit deinem Kopf. Weil so scheiße so ein Pudler ist, das hat er nicht verdient. Das hat kein Tier verdient. Richtig. Außer Chihuahuas. Das sind keine Tiere, das sind Kinderersatzviecher. Es ist kleiner als eine große Ratte, also somit ist das kein Hund. Als Hund nicht mehr ernst zu nehmen. Chihuahuas sind der kürzeste Witz der Natur, so schaut's aus. Sozusagen, ja. Ja, es gibt Jack Fenton, ja, stirb. Ja, wie gesagt, es gibt ja wirklich Leute, die ihre Hunde wirklich eben scheren, dass die nackt sind und dann sich denken, ich könnte doch keinen nackten Hund haben, den muss ich was anziehen. Wie blöd bist denn du? Das ist wie einen Teil einer Decke abschneiden und ihn an den anderen, ans andere Ende dran nähen und zu sagen, ich habe die Decke länger gemacht. Das ist ja Blödsinn. Das war tatsächlich eine. Tatsächlich war dieser Spruch mehr oder weniger gedacht als eine Metapher für Daylight Savings Time, wie heißt das? Sommerzeit und Winterzeit. Okay. Angeblich hat ein Indianer, irgendein Berühmter, einmal gesagt, es kann auch nur dem weißen Mann einfallen, ein Stück von der Decke abzuschneiden, an die andere Ende dran zu anzuheften und zu sagen, ich habe die Decke länger gemacht. Hat er ja auch. Ja. Am einen Ende. Ja, das war Road to Ruin von Supergrass. Gut, aber ich war wieder mal schnellste Runde. Das heißt, langsam aber sicher kriege ich immer so ein bisschen Geld. Du bist Dritter. Ja, das ist doch einmal was. Ja, 700 Crits. Ja. Crabs. Parking Lot Derby. Das war lustig, weiß ich noch. Okay. Aber jetzt ist noch aufwerten. Ja. Ich will nur ganz kurz. Ich bin eine Upgrade-Hure, das tut mir sehr leid. Nein, also. Okay, weiß man ja, wenn man unsere Mit 2200 neuen Motorteil. Oh, neuen Motorteil. Was braucht man so? Was da gefällt? Der gefällt mir. Warte mal. 2659. Und da haben wir was Negatives, da haben wir nichts Negatives. Fangen wir mit dem Scheiß an. Ja. Haben wir noch 600 Crab übrig? 600 Crabbits, ne? Lenny Crabbits. Und könnten uns das nicht. Es hilft mir richtig an, dass ich immer zwischen der Controller und Keyboard hin und her wechseln muss. Dauert gerade hin, oder? Was? Ne? Da haben wir, glaube ich, beides, ja? Und dann noch Chassis. Chassis? Das geht sich gerade aus. Das sollen wir, glaube ich, machen, oder? Ja. Jetzt haben wir eine bessere Chassis. Oh, Shazam! Shazubi! Azubi! Was haben wir gerade gekaut? Nein. Weiche Dämon. Oh. Ich treibe ihm gerade den Dämon aus. Den Dämon der Matroschka-Puppe. Gut. So, ich will nur schauen, was wir das nächste Mal machen. Entweder den wiederholen. Ah. Das Derby. Ah. Den Scheiß. Ah. Den Scheiß. Oder kein Scheiß. Oder kein Scheiß. Oder das erste Derby wiederholen. Das da? Und den Hochsprung. Achso, das meinst du. Ja, das könnten wir auch machen. Oder ja, das obwohl, machen wir, sind wir Zweiter. Oder das machen wir, sobald wir genug Geld haben, dass wir uns den dicken Wagen leisten können. Ah, oh, ich bin gerade angescheißen. Und ich muss wieder die Windeln wechseln. Christian, bitte, kannst du nicht einmal Windel ausschneiden, einfügen, so irgendwas? Funktioniert nicht. So, weit entfernen. Egal. Gut, dann war's das für heute. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir wieder Autos schrotten. Jo. Und über Pudel schimpfen. Yeah. Scheiß Pudel. Ich meine, postet einfach in die Kommentare, falls ihr die gleiche Meinung habt, andere Meinung habt, der Meinung seid, Tiere sollten generell alle sterben, keine sterben, etc. etc. Macht's was wollt. Ja. Du Pudelrassist. Ja. Ja. Tüdelü. Der K.
Kaktus sagt auf Wiedersehen. Ah! Verfluchte Franzosen.